تأخر الشيخ الفشني واقترب موعد الأذان. So, das ist Radio. Sie jetzt 16:15 Uhr und 21.540 kHz. Das ist Radio Kuwait. Auf Arabisch, und dann kann man auch sehen, wo das ist. Ist also tatsächlich dort in Arabien. Und ich habe jetzt hier also die Regenrohrantenne und die Loop-Antenne. Mal sehen, wenn ich jetzt nur die Regenrohrantenne nehme, ist das Signal fast weg. Ich kann jetzt hier noch regeln, den ich drehe. Das ist der Drehkondensator. Also die Empfangsleistung wird jetzt direkt nicht beeinflusst, aber die Qualität. So, das ist jetzt ein sehr weit entfernter Sender, tagsüber, 16:38 Uhr auf 17.785 Kilohertz. Und das ist tatsächlich da, also im Süden Afrikas. Und das ist Radio Sawa auf Arabisch. So, da ist es. Celebi Pikwe. Ja, und das kriegt es also relativ gut rein. Mal drehen. Ich habe jetzt mal die Bandbreite etwas schmaler gestellt. Synchrondetektor noch mal probieren. Synchrondetektor einmal für LSB, einmal für USB. Jetzt ist weg. Also mit breiterer Bandbreite hat man so ein Pfeifen. So, der gleiche Sender mit dem sehr guten Weltempfänger Sony ICF 2001D. Das ist einer der besten, die man kriegen kann. Da ist der Empfang dann auch ein wenig besser.